Willkommen zu einem neuen Part von Inside. Jo, im letzten Part. Ja, sind wir hier an einem sehr mysteriösen Ort angelangt. Und zwar ein Bahnhof. Ein Bahnhof, der so noch in Betrieb ist. Wir hatten einen verlassenen Bahnhof schon gesehen. Aber so ein Bahnhof, der noch in Betrieb ist, bisher noch nicht. Daher bin ich sehr gespannt. Aber ja, wir müssen irgendwie den Bahnhof wohl überqueren. Oder zumindest die Gleise. Ach du heilige Scheiße. Da sind wieder diese komischen Menschen, die so wie tot wirken, aber dann doch nicht tot sind. Und ich glaube, da, ja, da hätte ich nicht hingehen dürfen. Aber wie kann ich dem ausweichen? Weil das Licht ist ja dort Kegel. Gibt es hier irgendwas, wo ich mich schützen kann? Hier warte noch. Was? Kann ich mich da drinnen verstecken? Nee, kann ich nicht. Ich kann da nämlich nicht hin. Ist ja nur ein 2D-Game. Ja, toll. Moment mal. Hier das Rohr. Das bietet mir Schutz für eine kurze Zeit. Das muss ich ausnutzen. So, schnell hier runter. Hier in den Schatten hinein. Auch merken, wo der Schatten natürlich ist. Weil sonst nützt mir das Ganze nicht. Und hier mitgehen. Wieder zurück. Wow. Ah. Das war sehr, sehr knapp, weil ich eben erstmal überlegen musste, wie steuere ich denn das Ganze jetzt hier? Auf ein neues und hopp, 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 runter mit euch, runter mit euch, runter mit euch. Ich muss gleich wieder zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Boah. Ist halt so ein bisschen schwierig abzuschätzen, wo ist denn jetzt überhaupt der Schatten? Weil sich der wirklich bewegt, weil die Lampe da oben bewegt. So, und nochmal, 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 nochmal. Ich glaube, ich bin fast soweit. Ja, perfekt. Ab in den Schatten. Kurz warten. Und dann können wir gleich direkt weiter. Natürlich jetzt hier nicht treffen lassen, das wäre sehr, sehr bitter. Aber das passt so. Hallo Leute. Gleich mal hier weiter. Wieder so ein Schatten. So ein Licht, meinte ich. Da muss ich nochmal kurz hier rüber. Und gleich geht's weiter. Jetzt. Hier ist nämlich wieder so ein Rohr, was mir Schatten spendet. Hier stehen bleiben, geht hier weiter und da ist eine Luke. Wir müssen zur Luke. Denn dann sind wir sicher. Da hinten ist eine Dampflok. Wow, hier ein zweiter Schatten. Oder zweites Licht, meine ich. So, hier durch, hier durch. Hoch mit der Luke, hoch mit der Luke, hoch mit der Luke. Und drin da. Das war sehr, sehr knapp. So, wieder ein altes Gebäude, welches auch verlassen wirkt. Ja, genau, das ist auf jeden Fall verlassen, so wie man das hier sieht. Also, da mal auf diesen Balken zu landen. Ja, passt. Und dort aus hier hoch? Nee. Geht weiter runter. Geht immer weiter runter. Hier rechts noch was? Nee. Sicherheitshalber auch mal die Aktionstaste drücken. So, hier ist sonst weiter auch nichts. Gut. Was erwartet uns ganz unten? Interessant, dass ein Gebäude so weit oben ist. Geht's hier sehr, sehr tief runter. Ist das der Keller? Hier ist auf jeden Fall ein alter Zug wieder. Wir hatten schon mal einen alten Zug gesehen. Jetzt noch einer. Natürlich auch wieder verlassen ist. Wahrscheinlich mal ein Zugunglück oder so passiert. Ich weiß es nicht. Hier ist eine Lampe, die aus ist. Ach, hier ist eine weitere Teile des Zuges. Hier funktioniert auch noch ein bisschen Licht da drin. Man gerade gesehen. Ja, da. Was ist das gruselig? Ach, hier sind auch Schienen. Bedeutet, hier gab es wohl kein Zugunglück. Was ist hier schon so lange verlassen, dass halt auch die Waggons hier gelassen wurden? Weil dementsprechend alles mit der Zeit demoliert ist. Auch wenn ein Objekt sozusagen, ein Gebiet nicht von Menschen berührt wurde über längere Zeit, verfällt es ja trotzdem. Sieht man zum Beispiel an Tschernobyl, wo ja das Atomkraftwerk einen Schaden hatte, explodiert ist oder so, ich weiß nicht, wie man das da auch genau nennt, auf jeden Fall ein Supergau passiert ist, musste ja in der Umgebung alles verlassen werden und auch so eine größere Stadt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Stadt hieß, habt ihr vielleicht schon mal gehört oder so. Auf jeden Fall wurde da halt auch alles verlassen, einfach so. Ja, kann man jetzt nach so vielen Jahren sehen. Wie sieht es aus, wenn wirklich ein Gebiet von Menschen verlassen wird und nicht wieder betreten wird?
So, hier ist Wasser, da gleich mal rein. Können ja in Wasser schwimmen, das war ja in Limo nicht so. Gleich mal hier weiter. Wir machen die Hunde ein bisschen Sorgen, oder der Hund, besser gesagt. Ich glaube, es war nur einer. Der wird uns gleich noch verfolgen, der war nicht ohne Grund da. Ja, war klar, war klar, war klar. Okay, so schaffen wir es. Kein Fall. Wieder so ein wilder Hund. Ist die Frage, wie schaffen wir das? Hier unten weiter vielleicht? Kann ja auch sein. Ja, generell, dass hier unten was ist, aber bis jetzt sehe ich hier nichts außer ein Rohr. Rohr kann ich nichts anfangen. Immer runter tauchen, wir müssen halt bedenken, dass wir nicht unendlich lange tauchen können. Hier ist auch nichts. So schnell wieder hoch. Hier ist noch Rohr. Was uns nichts nützt. Schade, somit können wir nichts aus dem Wasser mitnehmen. Zwar war dort rechts, glaube ich, auch noch ein Rohr irgendwo, aber hier dieses hier meine ich. Nee, damit können wir auch nichts anfangen. So, schnell wieder hoch. Dann irgendwas anderes. Und kommt da? Geben auf keinen Fall irgendwie eine Chance. Okay, der Hund ist nicht so schnell im Wasser. Der Hund ist nicht so schnell im Wasser. Wir schwimmen mal hier zur anderen Seite. Schwimmen jetzt runter. Gehen den Hund aus dem Weg und schwimmen jetzt hier rüber. Dann haben wir wahrscheinlich mehr Zeit. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe auch, dass es reicht. Aber der Weg ist nicht so weit. Komm, schnell, 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 schnell. Wir haben ein bisschen Zeit gut gewonnen. Jetzt ist der Hund unterwegs und hier runter. Runter, runter, runter. Perfekt. Da traut er sich nicht runter. Aber hier kommen noch andere. Scheiße, scheiße, scheiße. Das hat mir extrem jetzt einen Schatten eingejagt. Aber bevor wir jetzt hier runtergehen, können da außen rumlaufen. Bitte. Wir sind noch nicht durch. Das meinte ich. Schnell zur anderen Seite. Wir müssen da einen guten Moment abpassen. Ah ne, wir stürzen automatisch. Okay, ich dachte, das war, weil ich gesprungen bin. Aber hier gehen wir ganz normal runter. Was ist mit dir los, Kleiner? Wir müssen wieder hier rauf. Wir müssen jetzt hier Schritt für Schritt rangehen. Runterfallen ist jetzt hier nicht so schlimm auf der Seite. So, wieder rüber. So, so, rüber. Und das nächste Brett ab. Das nächste Brett. Puh. Es ist wirklich. Wirklich eine Arbeit für sich sozusagen. Aber auch eine sehr gefährliche Arbeit. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir zerfleischen uns. Wieder rüber, 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 rüber. Mein Glück sind die Hunde ein bisschen dämlich sozusagen und laufen auch wirklich immer wieder rüber und kapieren nicht, was wir hier machen. Das ist das Gute. Jetzt stelle ich mir die Frage, reicht es da rechts schon aus? Kann ich da durch? Ja, kann ich. Sehr schön. Und ja, wunderbar, klug gemacht. Wow. Sehr klug, aber von dem Jungen. So. Haben wir dieses Hindernis auch geschafft. Wow, sehr, sehr viel Industrie. Ich wollte eigentlich die Leiter darunter. Ich weiß nicht, warum er nicht zur Leiter sich gefasst hat. Wie auch immer. Das weiß ich nicht. So, jetzt hier runter. Ja, so wollte ich das. Natürlich ist es klar, dass er dann stirbt. Wenn er runterspringt. Würde jeder andere auch. Wohl gibt es Menschen, die aus einer Höhe runterspringen können und das überleben? Profisportler oder so? Habe ich mich noch nie drüber informiert. Guck mal da. Vorsicht. Ich habe so ein bisschen Angst. Bei Menschen, die auch bei klarem Verstand sind. Die gehen da jetzt rein, okay. Machen sie auch die Tür zu? Nee. Aber wir können uns mal durchschleichen und in dieses komische U-Boot rein, keine Ahnung, ob das ein U-Boot sein soll.
Ja, wir können auch hier rein. Ist das cool? Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool gemacht. Wow. Ey, bis jetzt gefallen mir. Natürlich gefallen mir die Neuerungen hier extrem. Aber natürlich ist das hier auch nicht ganz ungefährlich. Und welche Gefahren werden auf uns lauern? Da ist eine Wand. Lol. Ach, hier geht's sowieso mal weiter. Eine Unterwasserexpedition. Mega geil. Und das sieht auch optisch mega geil halt auch aus. Man sieht so an sich nichts, muss halt immer dahin leuchten, wo man halt hinschauen will. Geht da ist irgendwas? Oh, lol. Können hier so Schub machen. Okay, lol. Somit kommen wir dann hier durch. Ich weiß nicht, ob das U-Boot ansonsten explodiert, wenn wir hier zu lange diese Attacke mal einsetzen. Ich nenne es mal Attacke. Pokémon-like. Bam. Mega geil. Oh, wow. Ist das ein großes Areal. Ein bisschen Musik oder ein bisschen Hintergrundgeräusche findet man jetzt hier auch. Ich möchte dazu eigentlich kaum was sagen, aus dem vollen Grund, dass sie einfach so geil ist. Was ist denn da drüben? Der Bruch. Hier ist ein bisschen eine Mauer und dahinter Licht oder wie? Das war ein bisschen verfehlt. Da ging auch das Licht kurz aus. Ups. Und jetzt. Wenn ich hier gegen. Was fahre? Lol. Ist ja nice. Nice Detail. Bitte mehr solche Unterwasserpassagen. Gefällt mir. Bis jetzt ist hier noch keine Gefahr, aber ich würde jetzt mal ganz stark vermuten, dass irgendwas gleich in Gefahren uns gegenübertritt. So, da geht's rein. Ich möchte noch mal kurz nach links schauen. Ob hier noch irgendwas ist. Man kommt hier auch ein bisschen schneller voran, wenn man hier diesen Move hier macht. Hier und da gibt es dann doch nochmal, wo man dann schneller vorbeikommen halt. Was ist denn das hier? Was flimmert hier so? Ist ein Beamer? Oh, nee. Ich hätte so mir vorgestellt, im Vordergrund ist ein Beamer, der hier eine Leinwand, aber sind ja auch unter Wasser. Wie viel Müll hier einfach ist. Das ist schon sehr, sehr krass. Okay, mal was zerstören. Man so einiges zerstören. Zerstören das mal komplett. Ah, ja. U-Boot geht ja anscheinend dadurch nicht kaputt. Aber was bringt uns das? Hier kann man glaube auch noch was zerstören. Ups. Ja, generell. Was bringt uns nichts? Oder kann man das Gitter jetzt auch noch mal ein bisschen weiter zerstören? Nee. Bin da gerade ein bisschen überfragt. Ups, das war nicht so gewollt. Ich schau mal ein bisschen tiefer hier. Genau, was ist? Nee. Ja gut, jetzt haben wir so gut wie wirklich alles da kaputt gemacht. Hier oben vielleicht noch. Oh, lol. Das ist ja cool. Hier geht's so an sich nicht weiter. Warum müssen wir aussteigen? Dann dadurch. Aber wie steigen wir denn aus? Warte, da ist halt eine große Luke. Klingt auch nichts. Bin gerade extrem überfragt. Von dort kommen wir, glaube ich.
Was ist denn hier an der Oberfläche noch zu finden? Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Aber kann ich hier jetzt aussteigen? Nee. Ah, doch, doch, kann ich. Kann hier aussteigen. Musste nur an der Oberfläche sein. Weil dann kann ich ja hier durch. Das war halt mein Plan. Aber wir haben halt jetzt kein U-Boot mehr. Vielleicht kriegen wir die Luke irgendwie auf. Das wäre sehr, sehr gut. Kannst du mal runterschwimmen? Ob hier ist, aber nee, sieht nicht danach aus. Ja, ich denke mal sowieso, dass irgendwas an Land sein wird. Guck mal, da kommt doch schon Land. Ja. Okay. Ratten anscheinend. Ja, Ratten sind das. Hier ist ein Seil. Aber die Wasserpassage hat mir extremst gut gefallen. Jetzt geht es hier hoch. Was erwartet uns hier? Okay. Relativ schräg alles. Schräge Nummer sozusagen. Elektrische Geräte im Hintergrund. Moment mal. Wir sind jetzt hier, wo wir, was wir eben gesehen haben, wo ich mich gewundert habe, was ist das? Wow. Autsch. Hätte ich denn da jetzt ausweichen können? Ich wollte zuerst die Luke aufmachen, aber es hat nicht gleich funktioniert. Daher. Gleich hier und gleich reagieren. Und dann die Luke aufmachen. Das ist jetzt mein Plan. Ich kann nicht die Luke aufmachen. Reagiert nicht. Kann ich wieder zurück? Dann schauen wir uns hier das nochmal ein bisschen genauer an. Hier ist noch ein komisches Gitter. Ich kann mit dem Gitter aber auch rein gar nichts anfangen. Oder, ja, ich bin ja auch ein bisschen dumm. Und eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht nur ein bisschen. Wisst ihr warum? Ihr seid bestimmt schon längst drauf gekommen, aber ich natürlich nicht. Hier geht es ja eigentlich auch, glaube ich, nicht weiter. Und zwar einfach hier runterspringen. Wie wär's denn damit? Aber was bringt mir das, dass diese komischen Fässer jetzt so unten sind? Ja, brauche ich die gar nicht. Sieht aber so aus, als würde es hier weitergehen. Ja, jetzt nicht sicher. Ich dachte, die sind irgendwie dazu da, vielleicht die andere Luke aufzubekommen, damit wir mit einem U-Boot hier durchkommen. Würde ja auch ein bisschen Sinn machen. Aber wir hatten mit einem U-Boot eigentlich kaum Rätsel. Und jetzt hier, das hier so ein bisschen zu verbinden. Also die Overworld-Passage und die Wasserpassage ein bisschen zu verbinden. Würde schon halt Sinn ergeben. Aber nee, hier geht's ganz normal jetzt so weiter. Sind wir denn hier gelandet? Hier sind wieder Bäume. Wir wieder zurück im Wald. Oder wahrscheinlich, also auf jeden Fall sind wir im Wald. Das sieht man ja auch am Boden. Aber ich würde eher vermuten, dass das hier trotzdem eine ehemalige Industrieanlage war. Das sieht man ja an dem ganzen Metallgedöns. Aber dass sich die Natur das Gebiet wieder zurückgeholt hat. Was ist denn das jetzt hier? Könnte ich bewegen, aber ist zu schwer zum Bewegen. Interessant. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Da hinten leuchtet irgendwas. Ein bisschen hier mal herumspringen. Aber mehr ist hier auch nicht. Da hinten leuchtet irgendwas. Generell! Gibt es hier mehrere solche Leuchten an fast jedem Baum? Kann ich hier hoch? Ja, aber. Ach, okay. Mach das jetzt hier. Ah, okay. Kann ich nutzen, um dort rechts rüber zu springen. Braucht ihr eben erstmal kurz nur einen Rundgang, um überhaupt erkennen zu können, was die von mir wollen. So, wir sind aber immer noch nicht durch. Hier geht es jetzt wieder nach links. Interessanterweise. An so einem Seil. Boah, das war ein bisschen knapp. Dann geht es da durch diese Luke durch. Und dann gibt es hier einen Schalter. Ich glaube, das öffnet jetzt doch noch die Luke. Genau. Und dann können wir mit dem U-Boot weiter. Wie es dann mit dem U-Boot weitergeht, das sehen wir dann auch in der
nächsten Folge von Zeit. Und das gerade. Ich steige kurz hier noch ein. Einsteigen. Gehen hier kurz mal rein. Ich wollte nicht wieder aussteigen. Kurz hier durch. Das war aber nichts. Bisschen weiter weg. Und jetzt. Perfekt. Bis dahin. Viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein. Und bye bye.